Willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Wir stehen hier unten im Druidenhain auf dem Weg zu Kaga. Das ist die Dame da hinten. Und die Party ist bereit. Oh, die halten sich gerade da. Release her. She stole the idol of Sylvanas. She must pay the price. We will imprison the thief under guard of my serpent. When we cast out the rest, she may join them. Let the devil be an example. We will tolerate outlanders no longer. The grove will be made safe. The circle will be closed. Ja. It's not over, then through. Da schauen wir mal. Oh. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Oh. Ganz schön harte Worte. Girl. You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Und ich verstehe, dass die sauer sind und dass sie da auch nicht so gelassen reagieren, aber wie sie über das Kind spricht, schon hart. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Mit Natur schätzen Druiden nicht Harmonie. Überzeugen, lasst sie frei. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Oder als Bade überzeugen. Sylvanus waren die edelgesäten Samen wichtiger, als die Kinder zu bestrafen. Ja, können wir das noch einmal nutzen? Gedanken wahrnehmen. Das machen wir nicht. Wir wissen sogar noch ein bisschen über die Geschichte Bescheid. Unser Badenwissen, das nutzen wir. Okay. Machen wir das gerade wieder an. Gleich nochmal sonst ausmachen, wenn er jetzt hier erstmal dazukommt. So. Wir lassen uns mal noch buffen. Aber selbst mit Vorteil, das sollte doch machbar sein. Na, der andere Wurf hätte nicht gereicht. The words of the Tree Father. Spoken plain. It is as you say. Sivisif, Teela to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. What? Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Wow, was ist denn da los? Die dürfen nicht mal mit dir reden. Also nicht mehr über Halsin reden. Ja, was will Shadowheart hier sagen? Also wir können mal fragen, was da gerade los war. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just... Clear the air about that now. Okay. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Wie sehr tut es weh? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Okay. Naja, ich glaube, es ist ein bisschen unhöflich und die wird darauf nicht so entspannt reagieren, wenn wir erstmal mit allen anderen reden. Sie ist ja die Chefin hier aktuell. Geh mal da zu ihr. I should speak up. This will all go on. Say it. You think I'm a monster? Ja. Ja, wie sie das Kind bedroht hat schon. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders.
Dieser Ritus muss machtvoller Magie entspringen. Zephlor meint, seine Leute werden auf der Straße sterben. Macht, was ihr wollt, es kümmert mich nicht. Nach deiner Waffe greifen. Nee, das lassen wir mal. Fragen wir mal nach der Magie. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ja, ich hätte dem Zephlor gesagt, dass ich das Thema mal anspreche. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Okay, das kann ich ja dem Zephlor mal versuchen, nahe zu bringen. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ja, ja, die mit ihrer Alternative für Druiden hier. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanas, god of nature. Für ein Logbuch. Dieser schwere Wälzer trägt den Titel 1371 und ist mit dem Bild eines eleganten Hirschs von einem dunkelgrünen Hintergrund versehen. Okay, zwei Druiden nach Norden geschickt. Das Dorf hatte schon wieder einen Ernteausfall. Eine Gruppe aus Baldur's Tor hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Zwei Bären und ein Fuchs kamen vorbei. Ihr Revier wurde niedergebrannt. Die Hälfte des Jungen des Fuchses sind gestorben. Ich statte der Gruppe morgen einen Besuch ab. Der Besuch lief nicht gut. Sie beleidigten mich aufs Unflätigste und sagten, sie würden den halben Wald roden und alle Tiere ausräuchern. Sie sagten, sie würden das Land bestellen und eine eigene Stadt gründen. Der Erdrutsch hat gewirkt. So hat er das gemacht. Die Hälfte ihrer Ausrüstung wurde verschüttet, die andere zerstört. Sie kommen sobald nicht wieder. Im Dorf südlich von hier wurde offenbar ein roter Magier gesehen. Ich schicke drei Waldläufe, um dem nachzugehen. Sprich mal mit dem Wrath. Wrath. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Schager scheint gefährlich zu sein, auf jeden Fall das schon. Was wäre passiert, wenn ich nicht eingegriffen hätte? Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. Kaga freut sich, dass sie der Boss ist. Wer ist der wahre Anführer? Ja. Master Halsin. Perhaps Goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Ich hätte gern etwas Konkreteres als alles. Aber wir können mal nach ihm suchen. Sylvanas' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Nach Westen. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Korga. I hope to see both you and Halsin again soon. So ein paar andere Fragen, die ich dann stellen wollte, aber die darf man dann anscheinend nicht mehr. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago.
Nein, der ist nicht so. Der ist nicht. Hoi. Ja, der hat ein bisschen böse, gehört zu Kaga, die vielleicht. Ne, ich glaube nicht. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. A riddle to some, but you understand the meaning immediately. The druids turn to the harpers for help. Unusual for such a territorial group. Die Harfner sind ja so eine Gilde, eine Vereinigung von den guten Helden von Ferun, die hier mit den Druiden zusammengearbeitet haben. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. History or myth, whatever is depicted here is long past. Ach, schade, das haben wir nicht erkannt. We take Grove Law seriously. By letting that child escape without consequence. We might as well have lain on the ground and let them trample us. Gucken, was er dazu sagt. What will the tieflings want next? Letting the hell child go was a mistake. Also rote Gegenstände sollte man nicht anfassen. Warum die auch immer weiß ist, gucken wir mal rein. Herbstkrokos. Das darf ich anscheinend. Ich darf mir eine kleine Blume mitnehmen. Irgendwie hat er die Sachen hier zurückgesetzt. Augenblick, Tastenbelegung, Grafik, Interface, nee, Spieldetails. Ich glaube, die Toys brauchen wir jetzt gerade nicht. Das ist die Nitty. I see you. Just give me a moment. Okay, wir warten. This Medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Wir suchen Heilung. Anscheinend sind wir hier richtig. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Frechheit, gerade frisch geschminkt. Naja, wir sind hier. Mir ist was ins Auge gekrochen. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles. Tja, die kennt sich wohl aus. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Eine sehr starke Meinung zu. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ich hoffe auf eine weniger tödliche Heilung, ja. I'll do the best I can. I'm no Master Halsin, mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. Was hat sie denn da für eine Pflanze? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first.
Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Vielleicht haben wir schon erkannt, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Also frage ich nach, was sie mit dem vielleicht meint. I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you. But I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Können wir das mit dem Verstand verbindend erzählen? Oder dass wir da von dem Schiff aufgefangen worden sind? Das ist eh ganz interessant. Vielleicht hat sie irgendeine Idee. Protected from on high. Sounds like the Drow. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Ach, war das Parasit im Kopf, der mich da aufgefangen hat? Gar nichts Externes? Huh. Ja, wir waren auf dem Mindflayer-Schiff. A Mindflayer-Ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ha, hat sie mich jetzt weggesteckt? Die wollte doch... Okay. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Haben Sie noch nichts erfahren? For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Die haben sich nicht verwandelt? Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Ob er noch lebt? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halson and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Klingt nach Selbstmord, das mache ich nicht. Ja, wir können mal nach dem Halsen suchen. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Der alte Tempel von Saloon. Why then poison? Never tried it, and I hope to keep it that way. Mit den Untersuchungen. Nicht viel rauszufinden. Gucken, dass wir nicht außerdem irgendwas anklicken, was uns jetzt Diebstahl ausgelegt wird. Take a closer look. Was? Welches Gefäß?
Ich speichere mal nicht, dass ich irgendwas anklicke und dann, wenn ich das gar nicht will, nur aus Doofheit, wenn ich irgendwelchen Quatsch mache. So, welches Wessel mal der Gefäß? Runde des Atlas. Da ist der Drow. Ist hier irgendwas? Hier sind nur Bücher. Runde des Bären. Wir schauen mal, was hier hinten ist. That's curious. Okay, was ist curious? Die Steinplatte entdeckt, oder was? Das wäre manchmal ganz hilfreich, wenn man das irgendwie genauer sehen könnte. Das ist ein bisschen komisch, wenn sie irgendwas entdecken, man nicht genau weiß, was da mit der Aussage gemeint war. Leerer Sockel. Das ist eine Option, ist einfach hier alle umzubringen und dann halt selber drin ein bisschen rumzutun mit Sachen? Wahrscheinlich schon. Weil das Gate 3 erlaubt ja mir eine Menge. Dankeschön, der Parasitenexemplar ist. Oh, da haben sie einen. Diese lebendige Larve hängt im trüben Schleim und sieht aus wie ein grässlicher Verwandter der Nachtschnecke. Inzwischen wissen wir, dass es durchaus ein Playthrough, den ich auch mal machen werde, dass man ja, sich diese Macht der Parasiten, der Larven, zu eigen machen kann und darauf aufbauen. Und das funktioniert, indem man in der Welt halt Parasiten findet. Zum Beispiel solche hier, würde ich denken, oder woanders. Und die dann verzehrt. Und dann wird man immer mächtiger. Was möglicherweise auch ein bisschen problematisch ist, aber für manche ist halt Macht wichtiger als alles andere. Und das werden wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber nicht in diesem Run. Mira macht sowas nicht. Aber Gegengifte. Was interessant ist, kann man eigentlich Sachen aus Büchern lernen, richtig? Manchmal gibt es ja sowas. Das ist orange gewesen. Na schau, guck mal jetzt. Ja, guck, jetzt haben wir tatsächlich Gegengift gelernt aus dem Buch. Ja, sowas meinte ich. Ja, cool. Sehr schön. Falls wir das mal brauchen. Ich denke mal, hier unten haben wir alles erledigt, was wir machen wollten. So, von hier unten kann man hier dann... Was für ein Gebiet ist denn das hier? Soll ich mir als nächstes, bevor ich hier rausgehe, mal erkunden, welches Gebiet das hier ist? Schauen wir uns hier mal ruhig ein bisschen um. Ist die Alphira. Ich kann sagen, ist das die Alphira, die man da hört? Untersuche den Strand ist eine aktuelle Quest. Nö, warum sehe ich ihn nicht? Doch, untersuche den Strand. Das scheint nicht die Alphira zu sein. Oh, da bin ich mal gespannt. Things have stayed interesting. Shh. Listen. A sweet melody plays above the waves, beckoning you, drowning out all logical thought. Oh, ist das eine Sirene? Gucken. Wir können weiter zuhören. Wir können gegen die Sog der Musik ankämpfen. Da auftreten. Das probiere ich mal. Warum wir das mal machen? The suffocating yearning suddenly fades as the spell breaks. You are free. Tja, wir als Bade sind da nicht so anfällig. Wenn wir weiter singen. Verstehe ich, wie den anderen damit helfen. Das passiert manchmal in Spielen, dass man nicht genau weiß, was das jetzt bedeuten soll. Was heißt denn das Badeauftreten? Also Auftreten heißt, dass ich eine Performance mache, dass ich halt eine Musik spiele zum Beispiel. Aber ich verstehe nicht genau, wie das
Spiel das interpretiert. Ouch, my ears. Ah, guck, wir befreien die damit. Habe ich doch geklappt. Why am I wet? So schön singen kann sie ja. Oh, da kommen gleich noch ein paar. Harpy hat einen Mehrfachangriff bei Lazelle benutzt. Harpy braucht 16 für einen Treffer. Ergebnis 20. Ja, jetzt haben wir die schneidenden Worte mal. Die habe ich noch gar nicht gehabt. Das ist eine neue Reaktion. Okay. So, baden. Das Tier hält einen Malus von 1d6 bei Angriffswürfen, Attributswürfen und bewirkten Schaden. Er fragt jetzt nicht immer, aber das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Also kann man immer gucken, bei wem das überhaupt sinnvoll ist. 6 bis 26 Schaden auch noch. Dann nutzen wir mal die schneidenden Worte. Ah, dadurch hat er nicht getroffen. Kann ich nochmal im Comment locken, was sie gesagt hat? Mira hat gesagt, pferdegesichtiger Pisspot. Ja, ich hab mir doch gedacht, das klang ganz schön ordinär. Diese schneidenden Worte von mir haben sie vertrieben. Dafür gesorgt, dass das nicht geklappt hat. Wie geil ist das denn? Und wir haben lockendem Lied widerstanden. Und jetzt haben wir den oder nach. Okay. Ja, cool. Ich gucke mir das mal an. Ich finde das total spannend. Hat ein Rettungswurf gegen das lockende Lied der Harpy bestanden und ist 2 zugelangt gegen den Effekt immun. Das muss das sein. Die anderen werden eventuell verlockt. Wie zum Beispiel Lazelle. Ah. Verlockt heißt angezogen von der lockenden Melodie einer Harpie. Die betroffene Kreatur nutzt ihren Zug, um sich der Harpie zu nähern, sodass sie in diesem Zug mehrfach angreifen kann. Das ist gerade mit Lazelle passiert. Und das ist was für ein Wurf auf Weisheit. Skandal, sage ich mal. So, wir sind dran. Als erstes buffen wir mal dann. Ich würde sagen... den Asterion. Kann man sowas eigentlich dispellen? Werde ich gleich mal sehen. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? So, Dissonanz, das Flüstern, Heldenmut. Hilft nur gegen verängstigt, aber nicht gegen andere Sachen. Dann machen wir mal Dissonanz, das Flüstern. Auf. Die sinkt das auch noch. Die kriegt aber den Schaden, soll nicht singen. Es ist aber interessant, dass sie verängstigt ist, aber trotzdem ihre Konzentration aufrechterhalten kann. Und. Sollte ich von hier oben irgendwie versuchen zu kämpfen? Wir bleiben hier mal in der Nähe einfach. Nicht. Ein Stück nach vorne können wir gehen, aber nicht so weit. What is this? I will have your head, Harpy! So, und Lazelle hat jetzt den Song widerstanden, das war aber ganz gut. Gucken, ob wir da hochspringen können, dann verhaue ich die nämlich mal. Ich könnte jetzt mal schön auf hier zu singen. Schluss mit singen. Will ich irgendeinen besonderen Angriff nutzen? Wir haben ja unsere Überlegenheitswürfel. Habe ich Präzision gelernt? Wir brauchen die Bonusaktion, dann geht das nicht. Gucken wir mal, ob ich irgendwas habe, was mehr. Nein, dann greifen wir ganz normal an. Fehlschlag. Na toll. So, Asterion. Schwung. Gehen wir doch mal hin. Schwung. Do the unexpected. Hat ihren Rettungswurf geschafft. Aber wir sollten aus dem Hinterhalt angreifen können. Oh ne, es geht nur mit. Kann nur einmal pro Zug verwendet werden. Habe ich noch gar nicht verwendet. Sehr schön, gleich einen Gelegenheitsangriff gemacht.
erstmal, ich würde sagen. Wir segnen mal unsere Gruppe. Auf Stufe 2. Dann segnen wir nämlich alle hier. Achso, ich kann dann aussuchen, wen oder wie nochmal. Kann ich auch nochmal rückgängig machen. Das war vorher ein bisschen anders. So, nochmal segnen. Wir segnen Asterion. Wir segnen Mira. Wir segnen natürlich Lazel. Sie ist so entfernt. Na toll. So viel dazu. Ja, verhaue ich halt jemanden. Sturmangriff 2 bis 5. Gehen wir ganz normal hin und hauen die. HP überlebt. Nur aus Frust schubst sich die jetzt. Na, der haut ab, ist keine schlechte Idee. Auch wenn er dann vielleicht besser bei uns geblieben wäre, anstatt an der Harpie vorbeizurennen. Sehr gut, gleich Gelegenheitsangriff. Mit dem Video erstanden, 3 Schaden. Das lasse ich, glaube ich, lieber sie machen, weil sie macht nicht so viel Schaden, außer mit den Spells. 55% haben wir jeweils. Sehr schön. Schluss mit dem Gesinge hier. Wo ist eigentlich, das muss ich mal ganz kurz gucken, mein Sang der Rast? Da. Sind die nächste gleich anzusehen hier, oder was? Wenn wir schon gerade da sind, kann man auch eben looten. Wo ist eigentlich ihre... Das hier, Tatendrang, das wollte ich gucken. Was ist noch auf Cooldown? Aber. Ich will mal wissen, wo das so prinzipiell ist. Wir gehen hier mal runter. Make way. So, bedroht. Das heißt, wir können hier schön einen hinterhältigen Angriff machen. Tja, wer tot ist, kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Dahin? Anscheinend nicht. ...50% Chance damit. Weil auf 15 immer machen wir das so. So ungünstig hier. Ich möchte euch durchs Blut laufen. Nicht hier irgendwo hin. Kann ich darüber hüpfen vielleicht? Dass ich da nicht so komisch mich bewegen muss. Dann sieht den Radius nicht so gut, weil es so hell ist. Hüpf hier hin. Okay. Death won't take me yet. Time to strike. Na, kommt sie nicht hoch. Ne, das ist ein Asterion. So. Are they gone? Sie sind weg. No. Yes. I mean, I don't know. Wir sitzen in Sicherheit, alles gut. That's what the
the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donnie. Tell him you want to see the dragon's lair. Okay. No traps, please. Ja, den Totenhof brauche ich nicht einpacken. Wie oft kann man denn... Can't slow down. Stopp. Gesang der Rast. Das erholt sich mit einer langen Rast. Und das erholt uns so gut wie eine kurze Rast. Das kann ganz praktisch sein. Dann werden wir geheilt. Aber das kann ich, glaube ich, auch im Kampf machen. Was ein bisschen das Besondere ist. Schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Auch wenn ich hier unten schon... die anderen vorhin schon gelootet habe. Mit Lazelle vorhin. Vielleicht hier noch irgendwas anderes. Will ich noch einen Schatz vergraben, die Harpien? Ah, guck, eine Kiste haben wir hier, mein. Mit 57 Gold, wir sind reich. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Well, that ends not as bad as it could have. Ah, guck, das ist das Harpiennest. Kann sich Lazelle vielleicht mal anschauen, die kann weiterhüpfen. Ich muss sie auch nicht erst buffen. Der Weg ist unterbrochen, das ist zu weit weg. Kann sie sich selber buffen mit ihrem Psionik-Sprung? Assume nothing. Dann, ja, guck, ich habe nicht richtig Lazelle ausgewählt. Let's see what those harpies were hoarding. Ein Ring der sprühenden Farben, das ist ja cool. Ungewöhnlich, sprühende Farben, Illusionszauber des ersten Grades. Das ist gar nicht schlecht. Der blendet die. Wem gibt man das denn? 5 Meter, irgendeinem Nahkämpfer idealerweise. Der auch sonst nicht so viel zu tun hat. Nehmen wir erstmal mit, das ist natürlich ganz nett. Einen Blutstein, haben wir schon mal einen von. Lagervorräte. Knochen lassen wir mal schön hier. Und da liegt ein Brief. Miriam, ähnlich wie wir. Verzeih, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Es ist viel geschehen. Zunächst eine gute Nachricht. Maggie Zweifinger wird dich nicht mehr belästigen. Ich habe ihr alles zurückgezahlt. Es tut mir leid, sie hätte deinen Namen nie erfahren dürfen. Und nun die schlechte Nachricht. Meine Liebste, ich komme nicht nach Hause. Zumindest noch eine ganze Weile lang nicht. Das Geld kam von einer Söldnergruppe, deren Namen ich dir besser nicht verrate. Und ich habe zugesagt, im Gegenzug im Eiswindtal einige Aufträge zu erledigen. Icewind Dale. Das ist gefährlich. Sie haben mich im Voraus bezahlt, weil... Götter, es ist so seltsam, das zu schreiben. Weil sie einen Hexenmeister brauchten. Weil sie mich brauchten. Ich willigte in das Angebot des Kambions ein. Sind Kambion nicht diese Teufel? Ich sage nicht, dass ich keine Wahl hatte, weil das gelogen wäre. Aber ich bereue es nicht. Ich bin ein neuer Mann. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben stark. Abgesehen davon, dass ich mitten in der Nacht durch den Geruch von Schwefel erwache, habe ich keinen Grund zur Klage. Er kommt gern vorbei, um zu sehen, wie alles läuft. Wenn du nicht auf diesen Brief antwortest, verstehe ich das. Und wenn du nicht willst, dass ich zurückkomme, nun, auch das verstehe ich. Verstehe ich. Ich liebe dich, Miriam, und ich will, dass du glücklich bist, auch wenn du es nicht mit mir bist, Edmund. So, ich dachte, man kann den vielleicht mitnehmen. Als Beweis. Oh, noch ein Tagebuch. Natürlich gleich eingesteckt. Das wollte ich jetzt auch nochmal da reinschauen. Und lesen da oben. Ganz übersehen. Bisher haben wir Musharibs Anweisungen befolgt, aber es ist eigenartig. Wir sind bisher keinerlei Kreaturen begegnet. Wir hören nur seltsame Geräusche aus allen Richtungen. Wir können nicht schlafen und der festgetrocknete Schlamm an meinen Stiefeln macht sie doppelt so schwer. Hoffentlich finden wir... Heute Morgen sind mir noch mehr Haare ausgefallen. Ich wusste, dass meine Rückkehr Nebenwirkungen haben würde, aber ich dachte nicht, dass es so...
Ich höre ihn lachen, das Klagen der Omoana dröhnt im Hintergrund wie ein Chor. Wozu dient diese Hölle? Er spricht durch die Wände, die Decke, den Boden. Ist es das Grab? Ist er. Auf der letzten leserlichen Seite befindet sich eine grobe Kohlezeichnung des Gesichts eines Bartteufels, dessen Mund in einem stummen Schrei offen steht. Tja, diese ganzen Pakte mit dem Teufel gehen meistens nicht so gut aus. Repositioning. Da oben ist noch was. Ja, guck, kann noch was erforschen. Wie kommen wir denn da hoch? Okay, kommt dann besser von der Seite ran. Schaut, ob die jetzt auch mitkommen. Ist aufgeräumt mit einem Harpchen hier. Ah, hier kann man hochklettern. Oh, haben wir auch wieder gekonnt. Aber wir klettern. Sie trägt sehr stolz immer ihr Schwert vor sich her. Ist auch ein gutes Schwert, muss man auch mal sagen. Ist wirklich ein gutes Schwert. Kann man nichts sagen. This'll do. Hab's da noch weitergeht? Ja, doch ein bisschen neugierig dann immer. Jetzt kurz gucken. Ist da hinten was? Was meint ihr? Kann da noch? Wo ist denn das auf der Karte? Na, ich glaube, da ist nichts. Falls doch, gehe ich nächstes Mal dahin. So. Zurück. Let's move. These boots have seen everything. Alas, I've never learned to converse with your kind. Yes. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Ja. Nächstes Mal müssen sie echt ein bisschen aufpassen, vor allem was sie vor ihr sagen. Es hätte böse enden können. The Nine Hells will soon freeze over. But we'll try. Was die richtige Einstellung ist. Belohnung. Arabella ist sicher, ihre Eltern sind für ihr Eingreifen, unser Eingreifen dankbar. Kumiras Medaillon, Hervorungszaubertrick. Tanzende Lichter. Da muss ich das ja nicht mal unbedingt. So, was haben wir denn? Wir haben schon ein paar Medaillons. Wir haben mit Toten sprechen. Wir haben tanzende Lichter. Können wir das mal hier kurz. Dann nehmen wir anders irgendwie ein wichtiges Medaillon um. Wo sind die? Ist denn auf dem Slot? Dann geben wir das. Medaillon Schattenherz. Kann sie tanzende Lichter casten. Und wir haben den Ring, den sollte man nicht vergessen. Das Inventar ist ein bisschen unsortiert. Wo ist denn der Ring hin? Wir haben noch ein Silbermedaillon, das bringt aber nichts. Oder hat das hier das aufgesammelt? Laser, sprühende Farben. Das kriegt auch. Die ist so ein bisschen Utility hier. What were you thinking? I was trying to help. You nearly died. Did you hear me? So, ich wollte mal kurz ins Journal schauen. Finde Mol, genau. Mol und Doni.
ich es nochmal. Dialog ist auch geil, diese random Dialoge. Irgendwelche Leute was vor sich hin brummeln. Nettie, wo ist denn das Kind hier? Mirkon, das am Ende wollte ich nochmal sehen. Suche nach einem Jungen mit dem Namen Donny oder Doni. Okay. Those druids are going to get us killed. Nothing sacred about this lot. Hier ist auch ein bisschen undifferenzierter, oder ist der Donny? Sind ja nicht alle der gleichen Meinung. Ja. Erstmal können wir erkennen, wohin er das letzte Mal verschwunden ist. Watching his hands, you realize he's miming opening something. Und er mal ihn fragen. Man es nicht sagen kann, worum es geht. Wir sind sehr überzeugend. Das war knapp. He nods, then reaches for a concealed hatch. Okay, danke. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. So schlimm sehen wir jetzt auch nicht aus. Ich glaube, das führt zum gleichen Ergebnis, ob man ihn schafft zu überzeugen oder ob man das mit dem Mol, so wirkt es zumindest. Kann ich ihn nochmal darauf ansprechen? Sozusagen als Questbelohnung? Ja, dann nicht. Wahrscheinlich der Drachenhort, von dem der andere Junge gesprochen hat. Let's get going. Guck das. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Mirkon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. And thanks for going easy on Sylphie. Not many marks would have done the same. Ja, so eine Kinderbande, aber wir haben anscheinend ja ein paar Sachen getan, die er dann tendenziell eher gut findet. Ganze Gaunerei und Schwindelei. Ja. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Ganz im Gegenteil, ich will in die neueste Diebesgilde an der Schwertküste investieren. Nee. Ja, das stimmt schon. Also. So what? Should we be panicking like everyone else? We have a plan. We're the ones who'll end up on top in the gate. Anything else? Irgendwas zum Handeln? Was soll ich denn sonst mit ihm machen? Was hat er in der Schriftrolle falsches Leben? Personen festhalten, Pfeil der Dunkelheit. Elixier der arkanen Kultivierung. Einmalige Verwendung. Wie funktioniert, was heißt denn Elixier? Das ist ja nicht dauerhaft, das wäre viel zu krass. Ein zusätzlicher Zauberplatz. Kann aber mal ganz nett sein. Nehmen wir das mit. Elixier der Hügelriesenstärke. Ja, da müsste aber stehen, wie lange das hält. Das wäre ganz gut, dass ich das mal weiß. Gibt es irgendeinen Tooltip da? Einmalige Verwendung ist klar. Aber nicht, wie lange das hält halt. Ja, ein Bauklotz, ja. Kaufen wir mal ein Diebeswerkzeug und ein Elixier der Kultivierung. Tausch das Gold
muss ihm jetzt Sachen geben, die er dann auch gut findet. Na dann. Zum Beispiel hier ein Silbermedaillon. Das können wir nicht alles andere hier ein bisschen. Edelsteine. Aber eigentlich will ich noch schwere Sachen loswerden. Ein bisschen tauschen ist ein bisschen komisch. Es ist einfacher zu handeln. Ich mach das jetzt mal eben. Fallenschärfer und Werkzeug, das behalten wir mal. Also so tauscht ihr doch nicht, oder kann man dann handeln? Oder wie ist das jetzt? Also balanciert ihr das Geld aus. Was, wenn man zu wenig, zu viel Geld jetzt hier dazu tut, zum Beispiel die 8 Gold? 131. Angebot oder abgelehnt? Das finde ich nicht gut, okay. Kann ich noch mit irgendeinem anderen einen Scheiß verkaufen? Obwohl, wir haben eigentlich relativ viel Schrott losgeworden, ehrlich gesagt. Nee, so, hier bei Handeln vielleicht noch. Ne, wir haben nicht viel. Hier kriegst du noch einen Knochen. So. Anything else? I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. Ich könnte euch helfen, es zu klauen, aber das kostet. Kann ich ihm nicht sagen, dass es eine komplette Scheißidee ist? Dummes Plag? Was will er denn überhaupt damit? The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Also, er hat nicht ganz Unrecht, dass es sie killt, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich mach da mal nichts, kannst du mal schön vergessen. Figures. Don't think you've got the stones for the job anyhow. Mhm. Anything else? Nee, nee. You've been a friend to us. Come back anytime. Na, Sylvie? Oh. Hello again. Ich glaube, du bist nicht die Richtige für so eine Gaunerbande. Mom's in charge here, not me. When do I get to run the ring scan? Sylvie got caught. We have to lay low for a while. I knew she wasn't ready. Can you stop? It's not like you never got caught. Ich muss mich ein bisschen umgucken, aber ehrlich gesagt, die Arschkinder hier in ihrer Höhle machen. Ey. Da will ich nichts mit zu tun haben. Sag's euch, Kinder machen nur Ärger. So ist das. Something over there. Oh, where? Was Interessantes entdeckt? Der andere Eingang. Da passen halt nur die Kinder durch. Oder jemand sehr Kleines. Mir jedenfalls nicht. Das sind immer die alternativen Wege. Das ist natürlich ganz cool, dass man viele alternative Wege hat. Haben wir jetzt auch schon, wollen wir es zuletzt so stark gesehen im Underdark, im Unterreich, im Early Access. Ich fände es aber manchmal cool, wenn es manche Sachen halt. Es gibt es eh schon genug. Von daher. Aber es sind auch noch mehr Sachen verpassen könnte. Viele finden das ja schlimm, aber ich finde das eigentlich immer eine ganz coole Sache. Für ein Videospiel wäre es auch nicht verkehrt. Aber hier hätte es zumindest anscheinend zwei Wege gegeben, da reinzukommen. Soru. Oh, der Soru, den sollten wir doch aufsuchen. Das war doch hier bei die Yankee-Kriegerin findet Soru. Okay, we're done. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Ja, wir übernehmen das jetzt hier mal, Lisa.
You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Achso, die haben miteinander gesprochen. Ja, dann. Okay, dann unterhaltet ihr euch halt. Mein Gott. Bow. Lower. Ich mische mich da nicht mehr ein. You saw another Gith. Where? On the road, to Baldur's Gate. Near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him. I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. Okay, sie kann auf jeden Fall Informationen bekommen. So ist nicht. The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Hat ein Händchen für Verhöre auf jeden Fall. Kommt es jeder, den wir treffen, mit eurer Rohheit zu tun? Wrath. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Ja. Okay. Sie hat einen Punkt. Then I needn't make it again. The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Der Tiefling gesagt? I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Ja, ich habe ja keine Lust hier. Actually, was meint sie mit der Läuterung? The Kresh holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Hm. Dann haben wir zumindest einen Hinweis. Die wissen auf jeden Fall eine Menge über Mindflayer und die Parasiten. Also, das ist mal klar. Schäbe die Tür. Oh, ein provisorisches Gefängnis. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Okay, was ist denn hier los? I'm not afraid. Chosen by the Absolute, I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Vor die Armbrust treten? Nee. Warum soll ich das denn machen? Kann ich nichts sagen? Also vor die Armbrust trete ich hier nicht? Das ist eine scheiß Idee. Here it comes, you little beast. That goblin won't be the last. Obwohl, vielleicht wäre es ganz gut gewesen. Nachhinein. Ich überlege, die hätten mir ein bisschen was verraten können, vielleicht über das Goblin Camp und die Sache da, wo die Goblin herkamen. Das hätte vielleicht interessant sein können. Aber wir sind doch ein Bade. Wir kämpfen und arbeiten mit unseren Worten. Nicht stellen uns vor eine Armbrust. Das ist eine scheiß Idee. Guck
mich hier nochmal kurz ein bisschen um. Da kann man, glaube ich, noch irgendwie hin. Jetzt kann ich auch irgendwie unten lang. Man kann zumindest da runterklettern. Dann brauche ich kein Diebeswerkzeug. Unterirdische Passage. Okay. Ja, Augenblick. Ich wollte aber erstmal eigentlich da hinten noch schauen. Und wo geht's denn hier hin? Das ist nur der alternative Weg durch die rostige Gefängnistür, dass man hier lang geht. Da unten lang. Das ist irgendwie ein anderer Weg, dass man da oben nicht lang hüpfen kann oder wie. Dann brauche ich ja nicht da unten lang gehen. Ich dachte, da wäre noch irgendwas Interessantes. Sieht aber nicht so aus. Wir gehen hier mal durch die Steintür. Wenn wir schon gerade da sind. Bonus. Was ist das denn hier? Eine Wächterstatue. Give him something to cry about. Don't wear his voice out. We still need answers. Goblins. Ah, die sind gelb, die sind nicht rot. Was machen wir denn jetzt? My face protects. Ich buff uns mal. Also im Sinne, dass ich vielleicht besser ein paar Sachen erledigen kann, ein paar Attributswürfe. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill 'em. Okay. Whoa. Aber wir haben hinbekommen, was ist denn da passiert? Hä? War das... Was ist da gerade passiert? War es die Wächterstatue und warum? Okay, da haben wir was gelernt. Was ist denn hier gerade passiert, was ich nicht mitbekommen habe, während ich die beobachtet habe? Ich habe auf die geachtet und dann hinten Mira, göttliche Führung, dann haben sie sich unterhalten. Wächterstatue hat auf Schattenherz geschossen. Schattenherz erleidet 10 Feuerschaden, 4 Feuerschaden, Konzentration, Rettungswürfe. Okay, also die Statue hat mich einfach angegriffen. Und die ist weiterhin aktiv oder was? Und was macht die? Greift die mich regelmäßig an? Ist das in einem Gebiet? Ich checke überhaupt nichts. Das ist schlecht. Okay, was haben wir hier? Ein Wasserfass. Und einer ist schon hinüber. Sehr gut. Okay. So, wir buffen erstmal. Und die stirbt übrigens auch gleich. Das heißt, wir müssen ihr mal helfen. Das ist auch nicht wichtig. Nicht unwichtig. So. Das ist leider keine Bonusaktion. Das ist eine richtige Aktion. Hilfe. Auf Shadowheart. So. Und dann ist auch sonst kein anderer dran. Was haben wir denn hier? Gerade stoßen, eintauchen, raffinierte Aktion verstecken. Werfen ist eine normale Aktion, ne? Ja. Man kann Leuten Heiltränke zuwerfen. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach so... Nee, das kann man dann nur für sich selber benutzen. Er braucht es gerade nicht. Auch sonst kann er nichts Sinnvolles machen. Kann versuchen, sich zu verstecken. On the hunt. Jetzt hat es die badische Inspiration gekostet, das Verstecken. Okay, so wir heilen uns jetzt erstmal schön. Mein Zug. Mit einem Bonus. In der Bonusaktion trinken wir einen Heiltrank. Schon mal besser. Und dann würde ich mal sagen, dann sage ich mal, wir können nichts mehr machen, weil die Aktion schon durch das Wiederaufstehen verbraucht wurde. Aber ich würde sagen, wir bringen uns ein bisschen in Sicherheit.
Natürlich weiß ich nicht, wie die Wächterstatue angreift. So, aber dass die nicht so leicht auf uns schießen können, ist vielleicht... So. Hier hinten ist okay. Okay, Laser, du räumst jetzt mal bitte hier auf. Wenn wir so weit kommen. Hier ist alles schwieriges Gelände. Kann ich über das schwierige Gelände so ein bisschen rüberhüpfen? Ne, so. Leider nicht. Dann gibt es einen Fernkampfangriff. Oh, was Spannendes hier habe. Nee. Na gut. 15 Lebenspunkte, 7. Wir machen wie viel? 2 bis 9. Nehmen wir vielleicht den. Vielleicht kriegen wir den ja gekillt. 4. Leider nicht. Schade, dass auch kein explosives Fass ist. I can't even catch my breath. Rune des Bären, ja. Ob das irgendwas macht, ob man damit irgendwie... Oh nee, ich glaube nicht. Rune des Adlers. Ich dachte, ob man irgendwie hier die Wächterstatuen damit vielleicht kontrollieren kann. Vielleicht mit einer Kombination aus allem. Badische Inspiration haben wir nicht mehr. Ist aus. Aber wir können ein heilendes Wort sprechen. Auf Shadowheart. Und dann greifen wir mal an. So, durchbohrender Schuss. Macht eine klaffende Wunde. Aber ich glaube, wir schießen erstmal ganz normal den ab, dass wir einen weniger haben. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier hin. Das ist ihre Riposte. Muss ganz kurz gucken. Vielleicht, wenn ich sie auswähle, das ist automatisch. Vielleicht will ich das ja gar nicht, wenn da mehrere am Start sind. Okay. Hinterhältiger Angriff, bitte. Der Weg ist unterbrochen. Dann kümmern wir uns erstmal um den hier. Jawohl. Der röchelt sich hier schön zu Tode. Sind wir mal ein bisschen besser hier. Können wir auch wieder zurückkommen. Muss nicht mehr ganz so viel Angst haben. Er ist außer Reichweite. Und dann heilen wir uns einfach. Ist ja auch nicht verkehrt. So gesehen, wie ich gerade neben dich gehüpft bin. Hm, genau. I wonder if this is worth the cost. Außerhalb der Reichweite. Another step forward. Dazu stehen ist nicht so gesund. Time to move. Looking ahead. Oh, wow, wow, kann's sagen. Das sollte nochmal weg. So, wir machen mal eine kurze Rast. Enough time wasted. Battle awaits. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Da können wir dann nicht hier Sachen benutzen. Ja, besser.
Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. Wie sind die Goblins in den Hain gekommen? It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Du hast jetzt keine 3 Sekunden, mal kurz. Ja, lauf ruhig weg. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Here goes nothing. Sieht deaktiviert aus jetzt. Ja, okay. So funktioniert das. Zweihandaxt, Säurefiole. Moving ahead. So spannende Sachen haben die bis jetzt nicht dabei. Sollten wir hier auf jeden Fall den Adler und alles andere deaktivieren, was uns hier Ärger machen kann. Oh, da ist noch jemand. So. Eigentlich dafür da, um die hier wegzuhalten. What's next? Jetzt können wir doch tanzende Lichter, das kommt doch. Das kommt doch durch das Dings, durch das Amulett. Is that blood? No. Ist das bei ihr auch ein Zaubertrick? Ja. A trap. Oh. Someone doesn't like visitors. Die Truhe ist geschützt mit einer Falle. Was? Kein Fallenentschärferwerkzeug? Habe ich doch eins, wollte gerade sagen. But I can crack that open. Sehr gut. Fangschlinge der Natur. Ungewöhnlich. Fliegenfalle. Chancen auf Fesseln des Tiers, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Nur Haupthand. Ein Kampfstab. Ja, das braucht aber, glaube ich, keiner von uns. Aber hat diese Aktion interessant. Wie viridianischer Kristall. Kann man für Alchemie benutzen, okay. Oh, ein Ölfass. Schon wäre die explodiert. Und dann hätte das Ölfass auch noch mit. Also wenn wir hier die Falle nicht entschärfen können, hätten wir es vielleicht anders lösen können. Ich werde jetzt mal nach unten schauen, damit es ja hier die Rune des Adlers deaktiviert. Hier unten ist aber noch mehr. Frage ist, wie wir da unten hinkommen. Kann sie auch teleportieren mit einigen, was ganz praktisch ist. Darüber hüpfen ist ein bisschen weit aus, ehrlich gesagt. Kann ich irgendwo klettern? Dann muss ich darüber hüpfen. Dann darunter. Gucken, ob ich hier rüber hüpfen kann. Das geht mit Lazel immer ganz gut. Oh, enough waiting. I crave blood. Okay, alles gut. Das wird schon noch. Wow, wow, wow. Kurze Rast. Well, some rests better than none. Da haben wir eine richtige Rast wieder. Pfeil des Feuers, Feuerbernstein und ein rußiger Schlüssel. Another step forward. Oh, ich muss meine Magierhand nächstes Mal benutzen. Das hätte ich machen können, um das zu deaktivieren. Es gibt so viele Sachen, die man in Baldur's Gate 3 machen kann. Das ist der Wahnsinn. Das sind nicht eben solche Sachen, Entscheidungen und so, sondern auch spielmechanisch mäßig. Jetzt bestimmt die Magierhand darüber schicken können und das deaktivieren. Aber ich habe auch nicht richtig realisiert, dass mich das da beschießen würde. Das heißt, aufpassen hilft auch. Kann man hier hochklettern? Nein.
bisschen finster hier, aber hier ist. Hier wird's heller. Wo man hier rauskommt. Hatte ich denn im Druidenhain? Oder? Ich hab irgendwie Schiss, dass da was passiert. Questkarte. Kann ich irgendwie auf eine. Kann ich auf einen anderen Teil der Karte? Hier komme ich, wenn ich hier draufklicke, komme ich zu den Wegpunkten. Das will ich gerade nicht. Ich kann nicht hier irgendwie. Nee, ich will keine Nachricht erstellen. Ich will die Karten wechseln. Nee, es geht nicht. Ich wollte gucken, ob ich die Druiden-Hain-Karte nochmal anschauen kann und sehen, ob ich dann noch irgendwas ganz Offensichtliches nicht gemacht habe. Die ganzen Wege zurücklatschen will ich auch nicht. Und wo kommen wir raus? Da. So, hier im Smaragdhain, was ist denn hier noch eingezeichnet? Rettet die Flüchtlinge, kehre zu Zephlor zurück. Oder den inneren Bereich mal gemacht. Wir können ja auch da mal zurückgehen. Ich muss zumindest sagen. Mal gucken, was er dazu sagt. Was seine Meinung dazu ist. Bin ihr etwa nicht gelootet? Do you think your kin search for you, Lazel? I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many and will not be a burden to my queen. These tieflings prove fragile. I've a mind to end their misery myself. Calm yourself. They're survivors, not soldiers. I fail to see the distinction. Ach, hier geht's lang. Wo ist denn der Zephlor? Ist der noch hier? Da war der auch letztes Mal. Ist da hinten irgendwo? Seltsamer Mu. Wir müssen auch mal lernen, wie wir mit Tieren sprechen, damit ich das auch noch mal hinkriege. Da stimmt mich was nicht. Oh, Sorrow, hi. Ich war anders hingestellt. Das Gefühl, wir folgen ihn. Better not be cursed. Verborgenes Gemach. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Klingt super. Huh. Ist die beste Option, den Hain zu verlassen. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Den Anführer der Goblin-Horde töten? Und dafür konnten wir ja schon mal bezahlt werden, das ist schon gefährlich. I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Ich tue, was ich kann, aber es. Könnt ihr mal gucken, dass ihr ein bisschen was zusammenbekommt. Ein Abenteurer muss ja auch von irgendetwas leben. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Los geht's! Nein, was hat den Goblin? No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. To ask. Yes. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it.
Captain Clyde, die Kraga und so wollen sie rausschmeißen und sind schon ein paar Leute aggro, aber sie haben jetzt auch jedoch insgesamt eigentlich ganz gut Unterschlupf gefunden, erstmal für den Augenblick. Aber wo kommen überhaupt alle her? Too late! Looking at you is painful enough! Warum sind denn alle auf der Flucht? Oh, der Aradin. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Er hat sich für seine Gruppe eingesetzt. Ja. Aber ich kann auch nichts dafür, weiß nicht, er muss ja nicht zu mir so arschig sein. Thanks, Mum. Now please do feck off. Ja, was ist das für ein Arsch? Yeah, you really saved the day. Swooping in and playing the hero. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Ich würde mal sagen, der Teil mit den Goblins und auch der Teil mit den Druiden hat nichts mit mir zu tun. Das hast du ganz alleine geschafft. Und der Druide ist auch der Halsin. Halsin. He's a leader around these parts. Or was. We've got a contract. To track down some relic. And he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Den Auftrag würde ich ganz gerne mal sehen. Job's all yours. If you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Sag mal, wo das Relic ist. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Okay. Danke. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Wir sterben nicht. Right. Ich kenne sie mit Alchemie aus, oder was? You saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Eine Schüssel mit grauer Pampe. Das erinnert mich an zu Hause. Was ist denn das? Food. You want it or not? Ach, wir probieren es mal. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Gegenstand erhalten. Grütze. Haben sie gerade so mitnehmen bekommen. Wo ist denn gelandet? Die Grütze. Und da ist ein bisschen unsortiert schon wieder. Warum finde ich denn die Grütze nicht hier? Warum bin ich denn schon wieder blind? Das sieht anders aus, als ich denke. Das muss auch so eine kleine Schüssel sein. Zum Heulen. Ist eine Alchemiebeutel? Eine Grütze? So wichtig sind die Grütze jetzt auch nicht. Eine Käuferin von Macken und Sonstigem. If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Etel will sort you out. I've lotions and potions galore. Eigentlich geht's mir ganz gut. Sorry, love. I just lose the run of myself sometimes. I must say, though, you're looking mighty peaky. Are you all right? Ja, wir passen halt auf, tragen den Hut, benutzen Sonnencreme. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ja, mir ging es auch schon mal besser, aber naja.
war ein harter Tag. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ja, zeig mal her. Hey, bother. Irgendwas Interessantes? Trank der Unsichtbarkeit? Corellons Gnade? Faustkämpfe? Ein Kampfstab? Ja, brauchen wir nicht. Wir sind kein Mönch. Wasserflaschen. Wie teuer ist eine Wasserflasche? 50. Muss ich mal woanders finden, lieber. Wir könnten hier irgendwelche Sachen kaufen für Alchemie. Heiltrank. Das finden wir alles mal lieber. Ich bin immer sparsam in Rollenspielen. Ich bin furchtbar. Ich verkaufe den Leuten immer Sachen. Zum Beispiel diesen Goblin-Bogen. Nein, ich handle. Das ist immer automatisch auf Handeln. Das ist so bescheuert. Vor allem das Handeln bringt auch keinen Vorteil. Das irgendwas verstehe ich da vielleicht nicht. Man kann doch auch einfach kaufen und verkaufen. Nicht das Gefühl, dass Handeln irgendwie besser ist als kaufen und verkaufen. Ja, ich will ganz sicher gehen, dass es nicht besser ist als ihr Schwert. Ich war relativ sicher, aber jetzt bin ich sehr sicher. Den hässlichen Stoffbären behalten wir noch. Die Seelenmünze auch. Kaufe ich nicht für wenig Geld. Take care now, sweetie. We will. Sag ich, ich werde eine Diskussion die ganze Zeit im Hintergrund. Was ist denn da los? Wir kümmern uns hier um alles. Was ist hier los? I'm only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I never seen it before. Hand it over, or I'll slap the teeth out of your head! Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Ich guck mir das mal an. Do it, you gutless stinksack! Ah! Ah. Knew it! Bloody well knew it! What's happening here? So, der Junge hat das ja wohl geklaut. And both of you thought striking a child was a suitable punishment. If his parents won't do it, I will. He's an orphan. How'd you like it if I struck you? You raise a hand to me. It'd be better of steel in it. Ich setze auf den Tiefling. Er sieht wütend aus. Nee, wir versuchen. Wir sollten uns einfach mal hier schön. Jetzt können wir das nicht bleiben lassen, Kinders. Vorteil des Adlers. Ach, ich bin einfach. Machen wir das mal. Gucken, der erste Würfel. 5 und 2. Ja, das wird auch nicht reichen. Nicht so überzeugend war ich anscheinend. Aber Inspiration verschwende ich dafür nicht. We were wrong to trust you. I see that now. Go, child! And you! You had this coming! And stay down! Ja, als dem Kind eine reinhauen. No. Runterhauen, ein Ohrfeigen ist jetzt nicht so. Hey, come back here, both of you. We ain't done. The nerve of that smirking little rat. Can't believe the kid thought he could snatch my mum's locket and get away with it. Bet he's learned his lesson now. Apropos Medaillon, kann ich es haben? Was? Warum sollte ich denn das Medaillon haben wollen? Easy money. Yeah, right.
Ja, also dem Kind ist eine runterhauen, ist jetzt nicht so ideal, aber ich sag mal. Die klauen anscheinend auch wie die Raben. Ist das noch ein Zeichen für Händler oder was? Das ist ein Alchemistenzeichen. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Was hat er denn so? Irgendwas Cooles? Was kosten denn so Waffen zum Beispiel oder so? Oder eine Rüstung? 400 kosten eine Rüstung. Solche, die gute hier, die teure. Ich kann eine leichte Rüstung tragen. Gibt es auch eine gute leichte Rüstung? Rüstungsklasse plus 1. 210 Gold. Man leidet ein weniger Wuchtschaden. Schwere Armbrust plus 1. Weil ich kann schwere Armbrüste nicht tragen. Aber ich kann Bögen nehmen. 5 bis 10 bisschen weniger Schaden. Aber ich bin gegen Monsterstärke. Und mal eine Waffenverzauberung. Zeichen des Jägers. Wie funktioniert das denn? Ein auf Angriffswürfe, ein auf Bonusschaden. Das ist natürlich ganz nett. Zeichen des Jägers. Das kann ich dann als Bonusaktion machen, oder was? Brauche ich denn irgendwelche Bonusaktionen mit ihr großartig? Nicht so viel, oder? Markiere eine Kreatur als Beute und bewirke 1 bis 6 Stichschaden. Klingt interessant. Das kostet 80, 130. Das ist nicht so viel. Weißt du was? Ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich so geizig bin. Bin ich aber nicht so geizig. Ich gönne mir hier einen Bogen. Ganz kurz gucken, was mein Bogen hier freischaltet. Durchbohrender Schuss. Und wo ist sie gelandet? Wo ist der Bogen gelandet? Achso, der ist hier. Das ist dumme Handeln tauschen. Nochmal, das checke ich, wenn ich das am Anfang ausgewählt habe. So. 130, zack. Und dann kann ich ihm auch gleich meine Armbrust verkaufen. 15 zurück. So, was anderes Interessantes. Und es gibt noch diese leichte Rüstung. Für 210. Ich gehe mal ein bisschen einkaufen hier. Ah, sieht nicht so badisch aus. Wir behalten die mal. Aber könnte ein bisschen stärker sein im Kampf. So. Die braucht man eine richtige Waffe, weil die hat. Ist ja 0 bis 5. Also der trifft zwar und so. Aber so richtig doll ist das nicht. Eine Streitaxt kann sie nicht tragen. Das kann sie nicht benutzen. Das kann sie nicht benutzen. Sie kann den mittleren, den leichten Hammer kann sie benutzen. 1 bis 4. Und das lohnt man nicht. 3 bis 6. Dolch. Das gucken wir, glaube ich, lieber mit Asterion mal an. Aber eine mittlere Rüstung kann sie tragen. Eine Fellrüstung oder ein Kettenhemd, das ist beides mittlere Rüstung. Jetzt kurz ihre Stats mal angucken. Ihre Rüstungsklasse. Kann ich sie überhaupt sehen? Wie viel das sitzt. Plus 1 von Geschicklichkeit, das wollte ich sehen, weil das hat dadurch den Rüstungsklassenbonus durch Geschicklichkeit untersetzt. Dann geben wir ihr mal die hier. Ne, ich kann sie nicht drehen. Ich muss mal gucken, wie die aussieht. Aber die ist schon gut. Mal schon machen. Oh, und einen besseren Schild, ein Sicherheitsschild. Rettungswurf plus 1 auf alles.
klingt nicht schlecht. Rettungswurf plus 1. Okay. So, jeder darf was. Sonst sind die auch traurig, wenn einer hier so außen vor gelassen wird. Kurz. Das Rapier 4 bis 9. Kurzbogen 4 bis 11. Der Dolch macht 5 bis 8. Ist irgendwelche Vorteile, wenn ich das anders nutzen würde? Nee. Kann er das nutzen? Die schwere Armbrust? Nein. Kann er den Bogen nutzen? Ja. Weißt du was? Dann kriegst du diesen Bogen hier. Den Dolch kann man auch weggeben. Und er hat eine leichte Rüstung. So. Die Fianchi Panzerrüstung. Ich könnte eine andere geben, eine Ringpanzerrüstung. Die hat Bauchrüstungsklasse 15. Hat natürlich noch ein paar andere Sachen da. Aber nee, das lohnt sich dann nicht, finde ich. Großschwert 6. Immer Glühklinge ist schon gut. Na, wir müssen ja auch nicht zwanghaft hier Geld ausgeben. Dann erstmal danke. Und dann haben wir eigentlich alles gemacht hier drin, würde ich sagen, was wir machen wollten. Haben wir es übersehen, haben wir es vergessen? Ich glaube nicht. No time to rest. Noch etwas Sinnvolles hier erfahren, vielleicht von dem hier. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Oh, they will. Smart too. The future's in good hands. Ich würde sagen. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Gerade überlegt, ob ich jetzt noch weiter spiele. Aber ich glaube, das mit dem Will, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Dass wir den mal kennenlernen. Der am Anfang ja auch so. Der ist da reingerannt, so heldenmäßig, weil der andere uns da so beschuldigt hat. Wir sind ja nur reingestolpert und haben halt geholfen, weil wir nett sind. Der Will war doch hier so voll der Superman, der reingestürmt ist. Und hier, ich bin die Klinge. Mal gucken, was der so zu sagen hat. In der nächsten Folge von Baldur's Gate 3 schaut ihr da rein. Bis dann. Ciao.